Alles klärchen. Also, voll gefüllt. Wir haben super viele Teile. 9, 1, 3, 4. Die könnten wir eigentlich gerade nehmen und hier überall reinballern. Habe ich hier unten die Teile drin? Oh Gott, das ist alles wieder weg, ne? Es geht so schnell. Das geht so schnell. Ziegel habe ich doch auch schon, oder? Ziegelchen. Okay, gut, dann beim nächsten Mal. So, du fragst nur, wann man zu zweit schneller farmen kann. Das stimmt. So, ihr Säue und Schweinis, ihr braucht Fressen, ne? Ja, er kriegt was. Alles cool. Wie geht's euch denn? 2,8, 2,2, 2, erwachsenes Sau, erwachsenes Wildschwein, ja, cool. Wunderbar. Wie schaut's hier aus? Alles voll, hat geregnet, ne? Deswegen ist voll. Tiere, oh Gott. Tiere müssen wir eigentlich auch mal holen, ne? Ich hätte gern Nachwuchs. Das müssen wir auch noch machen, ne? Tiere holen. Aber ich will Mittwoch unbedingt in die große Stadt, ne? Und jetzt erstmal zum Flughafen. Bertha, wie geht's dir? Dir geht's gut. Würde ich sagen, Farmer Schinken. Nein, fahren wir in die große Stadt. Eine geht looten, eine andere baut. Das wäre eine Überlegung. So. Wir haben Tag 9. Im Frühling, das heißt, bald wird Sommer. Müssen wir mal gucken, ob ich es jetzt in dem dritten Jahr noch schaffe, die Verteidigung aufzubauen. Wird eng werden, glaube ich. So, wie muss ich eigentlich fahren? Erstmal die Straße hoch. In die Wölfe rein und ins Auto. So muss das sein. Hallöchen auch an alle anderen Zuschauer hier im Stream. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Also, ich bin gespannt auf die Schrotflinte, ne? Ist die Sache, wie fahre ich eigentlich hier jetzt am besten hin? Die Straße hier hoch. Mal langsam. Die Straße hier hoch. Oder wir fahren hier entlang. Das ist irgendwie generell ziemlich scheiße zu erreichen, habe ich so das Gefühl. Wir fahren hier entlang. Und bei C2 hier querfeld rein. Ich glaube, das war alles recht eben und nichts auf Hügeln. Also der Straße hier einfach folgen. Okay. Es wird dunkel, natürlich. Ja, ist bestes Timing. Für den Flughafen. Das ist super. Aber ist okay. Nicht meckern, machen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, genau. Habt ihr da draußen für die Schrotflinte irgendwie schon ein passendes Mündungsteil gefunden? Weil ich bis jetzt noch nicht, ne? Also kein Lootbehälter drin. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das vielleicht beim Waffenhändler mal vorbeifahren sollten, um zu schauen, ob der was für die Schrotflinte hat. Das wäre eine Idee. Dann sind wir gleich da. Ich meine, was könnte man da draufpacken? Was gibt's denn da alles, was streut? Was packt man auf Schrotflinten drauf? Ich weiß es nicht. Vorne auf die Mündung. Was macht denn da Sinn? I don't know. Oh, ruckel, ruckel. Baut sich auf. Hallöchen, El Baron. Das Spiel heißt
Oh Gott, ich muss durch die Tanke fahren. Das Spiel heißt No One Survived. Das ist ein Survival Game, das noch in Entwicklung ist. Und es ist so ein typisches Rumfahren, Erkunden, Zombies klatschen, Sachen bauen und dergleichen. Also so viel man es halt von anderen Survival Games auch kennt. So. Hast so viele verschiedene Sachen, wie hier zum Beispiel dein Charakter. Kannst den auskleiden mit verschiedenen Rüstungsgegenständen, hast Charaktereigenschaften wie erhöhte Tragekapazität. Du hast immer drei Buffs und drei Debuffs sozusagen, die du nicht frei wählen kannst. Das ist zufällig generiert. Ansonsten hast du hier unten deine Waffen, die du auch ganz entspannt hier modifizieren kannst mit verschiedenen Sachen. Du hast hier einen Fertigkeiten-Tree, den du durch immer wieder benutzen und machen leveln kannst oder durchs Lesen von Büchern. Du hast hier ein Technologie-Tree mit Sachen, die du erforschen kannst und. Hast ähnlich wie in Seven Days to Die eine Horde-Nacht, die du einstellen kannst. Ist es auch mit PvP? PvP kannst du auch einstellen. Ja, PvP. Kann man einen Haken setzen, dann kannst du dich auch mit anderen Spielern messen. Das geht alles. Ist ein schönes Survival-Game. Macht Laune. Nun hast Basisbau, kannst verschiedene Sachen bauen und herstellen. Kannst Tiere züchten und sie vermehren lassen. Du hast NPCs, mit denen du quasi so ein eigenes Dorf auch bauen kannst. Wir könnten die Autos eigentlich looten. Fällt mir gerade auf. Und. So ein bisschen Base-Management. Oh, sehr schön, das erste Teil hier. Was haben wir hinten drin? Und so Geschichten halt. Eine schöne Sache. Ich habe kein Messer dabei, ne? Scheiße. Okay. Und du hast dann eine super große Karte hier mit Händlern. Jeder Händler hat unterschiedliche Eigenschaften, die er dir beibringt oder bei denen du deine Eigenschaften und Skills verbessern kannst. Jeder Händler verkauft dir unterschiedliches Zeug und ja, hast hier noch so Minen, wo du verschiedene Rohstoffe abbauen kannst, die du wiederum fürs Craften brauchst und. Genau. So, gehen wir rein. Da haben wir nix. Die Dinge haben hinten keinen Kofferraum. Aber es sind sehr viele Autos gerade, ne? Ich würde die halt echt mitnehmen. Wegen den feinen Teilen. Dann kann man die hier mitnehmen, ne? Und zerlegen. Wegen Plastik und allem. Ich wollte ja eigentlich zum Flughafen, ne? Aber das sind vier Autos, das sind vier potenzielle Möglichkeiten, hier Zeug zu looten. Aber hey, ist okay, die können wir stehen lassen. So. Dann war das hier durch. Das war nicht da durch. Das war da noch die Straße hoch. So, das ganze Spiel ist aber noch, wie gesagt, in Early Access, ne? In stetiger Entwicklung. Es kommen aber mittlerweile sehr viele regelmäßige Updates raus. Dann da irgendwie hoch. Wie lange mache ich heute? Ich mache heute wieder Standard bis 22 Uhr. Ich habe Frühschicht die Woche und dann passt das. Aber das war doch hier oben der Flughafen. Wie viel kostet es? Das ist eine sehr, sehr
gute Frage, mein Lieber. Momentan bei Steam 16,50 Euro. So, dies war eine kostenlose Info. So. Da Börter ja jetzt nicht mehr im sechsten Gang anfährt, können wir eigentlich hier hochbrettern, oder? Könnten speichern. In Hoffnung, dass da keine Bären oder so ein Scheiß rumpimmelt, können wir da hochfahren. Auf Börter, hier, komm, Allrad und hoch mit dir. Ja, ist cool, alles easy, easy. Deutlich schneller hoch hier jetzt, ne? Die gute. Das ist schön. Das freut mich gerade so ein bisschen. So, was haben wir eigentlich da hinten? Dieses kleine Fleckchen da drüben. Wollen wir den Weg? Weg, wo bist du? Da bist du. Da würde ich gerne erstmal schauen gehen, was das ist. Am Ende ist es ein... Oh, ein Banditencamp. Habe ich das schon hier? C1? Habe ich das schon? Nein, da ist ein Banditencamp. Schöne Geschichte. Hey, cool. Banditencamp entdeckt. Das nächste. Ja, nice. Oh, eine tolle Sache. Ganz tolle Sache. Schön versteckt hier auch, ne? Super. So, jetzt sind wir 12 Minuten unterwegs, ich bin durch beim Flughafen, ich lasse mich wieder ablenken ohne Ende. Ist mega, ist ganz toll. Aber es ist Erkundung auch, ne? Die Straße ist ziemlich bescheiden. Sehr bescheiden, sehr holperig. Und ein Bär. Aber es ist nur ein Bär, ne? Warum lädst du nach? Ich wollte Einzelschuss. Feuerstoß. Was denn los? Wieso lebt dieser Bär? Nein! Butter! Oh, ist nicht nachgeladen. Oh, Junge, ich bin echt hier der hellste einer. Das lädt auch noch jeden einzelnen Schuss. Nein, warte, 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 ich hab's gleich. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Lass Börter in Ruhe. Willst du mir jetzt nicht sagen? Börter, danke. Danke, Börter. Es ist. Geht's dir gut? Aber das war. Das Börter hat ihn gekillt. Ja, aber hallo. Aber das war jetzt wieder so ein Ding. Ich habe Ewigkeiten Magazine reingeballert und das war wieder so ein Bär, das hat ihn nicht gejuckt. Das hat ihn nicht interessiert. So kein Stückchen. So, Flughafen, endlich sind wir da. Ich habe seit Wochen, ich weiß nicht wie oft gesagt, wir fahren zum Flughafen. Jetzt sind wir endlich da. Das ist toll. Ist jetzt die Sache, wo passt Börter durch, dass wir da hingehen können? Und lohnt sich das vom Loot her? Sagen, ich scoute erstmal so ein bisschen, was wir da alles haben. Ich
Ich bin zum ersten Mal beim Flughafen hier, ja. Es sind sehr viele da. Sehr, sehr viele. Ob das moneymäßig reicht, weiß ich nicht. Oha, 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 oha. Oha. Und da steht ein Auto. Ich würde dann fast schon sagen, ich parke ein bisschen abseits, ne? Ich könnte eigentlich auch mal warten. Moneymäßig ist nicht viel. Pimmeln die jetzt alle da draußen rum? Okay, dann können wir vielleicht doch ein Stückchen ranfahren. Willst du mich spoilern? Nein, bitte nicht. Bitte kein, bitte kein Spoiler. Bitte nicht spoilern. Danke. Lohnt nicht. Wirst du sehen. Nein, bitte nicht spoilern. Okay, ich würde es gerne selber rausfinden. Ob da irgendwas Krasses drin ist. Es sind auf jeden Fall Militärsoldaten. Eisen würde ich mitnehmen. Ich bräuchte eine Klingenwaffe, hätte ich mitnehmen können, ne? Das habe ich jetzt vergessen. Boah, das sind scheiße viele hier. Okay, haben wir da hinten was drin? Alles klar, aber lade all deine Waffen, okay? Ich glaube, das wäre jetzt eigentlich was für Gisela gewesen, ne? Ach, der haut das Auto. Okay, ja, das ist okay. Solange es nicht Bertha ist, ist okay. Ich glaube, Gisela hätte hier Spaß gehabt. Aber für Gisela hatte ich nicht genug Money. Ich hätte vielleicht schallgedämpfte Waffen mitnehmen sollen. Ich wollte die Schrotflinte ausprobieren, ne? Alter. Schön. Und Nahkampfwaffe habe ich auch nicht dabei. Boah, ich bin gut vorbereitet hier, ne? Hier sind nur normale. Batz, Alter. Ach, die hämmert ja richtig rein. Alter Finne. Das ist ja übelst cool. Braucht halt aber auch echt derb lang zum Nachladen, ne? Na? Ja. Schön. Okay, aber Bertha ist ein Stückchen weit weg. Kann ich da reinfahren mit Bertha? Geht das? Das würde gehen. Sorry. Sagen,
wir fahren mal hier hin. Okay, da reicht es nicht. Du musst schon den Kopf treffen. Das waren jetzt zwei? Nee, es waren nicht zwei auf einmal. Oh, ihr seid schnell, ihr seid schnell, ihr seid schnell, ihr seid schnell, ihr seid sehr schnell, ihr seid sehr schnell. Doch eigentlich auch Muni dabei, oder? Habt ihr nicht Muni dabei? Ihr habt keine Muni dabei? Gönn dir! Stehst du mal auf? Die stehen. Hä? Das war doch mitten ins Face. Ist das jetzt nochmal ein Unterschied, ob ich so ziele oder aus der First Person? Gibt's da Unterschiede? Was den Schaden angeht? Habe ich so das Gefühl, ne? Vielleicht aber auch nicht. Yeah, nice. Benjamin? Du lieber Elefant. Okay, aber ich will jetzt. Oh, das ist super viel. Uff. Boah, das ist super, super besetzt hier, ne? Nimm doch die Schrotflinte. Oh, lecko mio. Die hatten keine Muni dabei, ne? Die Zombies haben keine Munis. Jungs, ich würde gern looten. Wäre geil. Kann man da rein? Ach nee. Kann man euch looten? Klettern kann er nicht. Warte, ich hab's gleich. Ho, Gretchen. Oh, oh. Oh, nicht gut. Oh, nicht gut, oh, nicht gut, oh, nicht gut, oh, nicht gut. Oh. Boah. Das wird
ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Boah, Junge, Junge! Okay, Karlchen, wie schaut's bei dir aus? Ja, passt. Es nervt doch, die springen gar nicht. Ja, das ist vor allem, dass sie einen staggern, ne? Wenn die auf dich draufhauen. Karlchen, ich würde dich nochmal parken. Ich würde dann doch lieber mit Eugene hinfahren. Okay, gut. Dann würde ich sagen, fahren wir zurück, holen den Stuff und schauen mal, was noch passiert. Eine Ewigkeit später. Ja, okay. Also, schauen wir mal, ob ich meinen Stuff wieder drankomme. Oh, Spiel, Spiel, ist nicht dein scheiß fucking Ernst. Ist nicht dein scheiß Ernst jetzt? Och, nee. Warum denn jetzt ein Sandsturm? Langsamer mit dem Ding, ne? Ja, lass mich doch mein Loot aufheben. Danke. Und jetzt stirbt. Stirbt! Wörter. Ich glaube, wir verpissen uns. Wörter. Oh oh. Da vorne. Also mit Sandsturm kannst du knicken. Wir haben Sommer und ich blute. Oh oh, ich blute, ich blute, ich blute, ich blute, ich blute. Okay, sehr gut. Oh, weil ich die Money hier oben drin hatte, konnte ich meine restlichen Medikits nicht mitnehmen, ne? Das ist bitter. Okay, gut. Also, das macht keinen Sinn, da würde ich sagen. Ich nutze den Sandsturm, fahre jetzt nach Hause und ja, Sommer, ne? Und direkt Sandsturm. Ich freue mich, es ist toll. Ist super. Oh, Alter, ist das übelst. Ich hasse das. So, lass dann doch mal dieser Straße hier folgen, beim Händler vorbei, diese Schlangenlinie runter. Na, also jetzt hier, da diesen Weg entlang und gucken, was hier unten ist. Machen wir doch ein bisschen Erkundungstour. Aber das hier ist gerade echt heftig. Aber ich denke, Flughafen würde ich nochmal angehen. Vielleicht im Herbst, dass wir sagen, Herbst, wir gehen zurück. Gehen wir zum Flughafen und schauen, was da noch Sache ist. Ja, jetzt kommen die Viecher. Schnauze. Vor allem,
braucht auch elendig zum Nachladen, ne? Okay. Das ist mir dann doch so ein bisschen zu heavy, ne? So viel Scheiß dabei. So, nachladen. Ja, mega, hat sich gelohnt. Ich freue mich, hier raufgegangen zu sein. Es war mega. Ein sehr schönes Erlebnis. Okay. Jetzt bin ich vorbeigefahren. Lauter. Irgendwo geht es hier rechts ab, ne? Du siehst es aber auch nicht. Das war jetzt hier bei dem Ding, kann das sein? Die Straße? Ja, genau. Ich glaube, es wird ja sehr laut bei euch, ne? Kann das sein? Jetzt mal wieder wegen dem Scheißansturm was runterschrauben müssen. Sandsturm, muss ich sagen, ist bis jetzt echt das schlimmste Jahreszeit im Spiel. Sommer. Dann habe ich lieber, dass es am Regnen ist, denn da siehst du wenigstens noch was. Und jetzt stell dir mal vor, es wird dunkel. Und Sandsturm. Und ein Bär. Oh Gott, das wär's. Das wär's jetzt noch. Banditen. Ist ein Banditencap? Okay, ja, scheint so. Aber ich glaube, das habe ich auf der Karte schon drauf. So, eine vorne an der Ecke war der Händler. Frage ich mich, was, wo ich da rauskomme und vor allem, was das hier unten ist. Scheint auch ein Bauernhof oder sowas zu sein. Das kommt jetzt nach der Kurve. Okay, was bist du? Es sind auf jeden Fall Zombies am Start. Das ist nur sowas hier. Okay, sowas Kleineres. Oh, ihr kommt rüber. Ah, doch nicht. Okay, also nur sowas Kleineres. Das haben wir ja bei uns in der Nähe auch schon zuhauf. Bertha, da bist du.
Wo führst du mich hin, Weg? Dead End oder was? Einfach nur hier hin. Alles klar. Wenn du schon mal hier bist, Auto, dann kann man dich auch mitnehmen. Wie schaut es spritmäßig aus? Gönn dir. Und... Gönn dir. Okay. Ist aber schade, dass dieser Weg hier nicht so wirklich eingezeichnet ist auch, ne? So als Trampelpfad. Okay, wo kommen wir raus? Wir kommen hier hinten raus. An diesem Weg. Dann haben wir noch... Viertelstunde, okay. Gut. Also Flughafen. Müssen wir anders vorgehen. Muss man dezent anders vorgehen. Oh Gott, Börter, sorry. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit lenkst du einfach nicht mehr. Da hast du keine Lust mehr. Da muss ich definitiv anders vorgehen. Weil das waren schon sehr, sehr, sehr viel mehr Soldaten als in der Militärbasis. Bei dem wir das letzte Mal waren. Aber das passt. Gut. Dann würde ich sagen, können wir noch das Gemüse ernten, oder? Schauen mal, ob das Bärenfleisch mittlerweile schon vergammelt ist im Rucksack. Und gucken, ob ich irgendein Gebäude vielleicht schon fertig bekomme. Dann schauen wir mal, was noch Sache ist. Wir können vielleicht noch hier... schnell die Hütten am See machen, zwecks Munition und Leder. Das wäre eine Idee. Da würde ich sagen, geht's Mittwoch in die große Stadt. Dort allerdings würde ich eventuell die Zombie-Dichte auf 1 runterstellen, zwecks Performance. Ja, weil das ist so ein Gebiet, das noch sehr, 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 sehr am Laggen war. Deswegen würde ich da sagen, schrauben wir es 1 runter. Gucken da mal, was da so in der Stadt am Start ist. Genau. Habe ich Platz? Ich habe Platz. Also, lass mal schauen, was wir alles haben. Was gibt's denn heute Leckeres? Oh, guck mal, wie groß das ist. Mega. Also. Alles 100%. Was haben wir denn hier? Wie viel gibt es bei 100% Entwicklung? Wow, das ist viel. Das ist sehr viel. Oha. Nicht schlecht, Herr Specht. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Kräuter. So. Bei dir lag's eine Stadt schon mit 0,5. Das ist aber kein NASA-Rechner. Ich auch nicht. Also ist, wenn ich was erneuern würde bei meinem Rechner, wäre es halt die Grafikkarte. Ne? Aber ich habe nur noch eine Radeon 2070. Da würde ich eventuell gerne auf eine 3090 aufwerten. Insofern die mittlerweile sich leisten, also bezahlbar sind, meine ich. So, was haben wir hier? Gurken. Alter, nice. Lecker Gurken. Also, ja, Gurken halt. Cool. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 Gurken. Was haben wir hier? Kartoschkas. Okay, cool. Es gab auch einiges. Da kann man doch schon mal was mit anfangen, oder? Oh ja, das ist viel. Das ist sehr viel. Das sind viele Kartoffeln. Mal schöne, ertragreiche Ernte. Was haben wir hier? Karotten. Tschunk.
Okay. Dann würde ich sagen, bringen wir die mal in den Kühlschrank. So, und ich meine, dieser Kühlschrank ist riesengroß, hat aber nur recht klein, aber es hält sehr lange, was da drin ist, ne? Das muss man sagen, es hält sehr, 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 sehr lange drin. Es bleibt lange frisch. Vielleicht wäre da eine Überlegung, noch einen zweiten zu bauen. Du hast nur 3060, 12 GB drin und ein 5600X Ryzen, okay. Was hast du für deine 3060 bezahlt, wenn ich fragen darf? Mich so ungefähr ein Preis weiß, was das noch am Kosten ist hier. Okay, Kühlschrank ist voll. Dann lassen wir das nächste Zeug ernten. Einmal raus hier bitte. Tomätchen. Die nehmen super viel Platz weg, ne? So eine Tomate nimmt echt scheiße viel Platz weg. Alter Falter. Okay, Kräuter. Ich dachte, ich hätte auch Weizen noch angebaut. Scheiße, aber dann bräuchte ich hier für den fermentierten Alkohol, ne? Er ist ja aber nicht da, ne? Schade. Dachte, ich hätte den drin. Viel zu viel. Ich habe den letztes Jahr kaufen müssen, als es noch so wenige gab. 630 Euro. Dafür gibt es heute eine 4060 oder 4070. Okay. Oh, das ist aber schon stolzes Wort. Aber es ist eigentlich immer, ne? Grafikkarte zahlt halt echt sehr viel. Sehr, sehr viel. Okay. Okay. Kräuter. Wofür habe ich die Kräuter benötigt? Ich glaube, Kräuter habe ich hier noch für Medizin und so einen Krusch gebraucht, ne? Ja, genau. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Dafür brauche ich Alkohol. Okay. Das heißt schon mal ein paar Kräuter weniger, alles klar. So, ist denn das Fleisch noch was? Oder ist es schon durch? Für Magentabletten oder für Kräutertee? Das köstlich schmeckende Bärenfleisch. Da nehme ich mir doch. Oh, den Kopf müssen auch noch dranhängen. Das machen wir heute auch noch. So, gönn dir mal hier das Jote Bärenfleisch. Das habe ich hier dem Bärenmarke Bärchen aus den Rippen geschnitten. Weil er die Milch in die falsche Richtung umgerührt hat. Oder was auch immer das war. Okay, lass mal kochen. Ich würde sagen, ich koche mal Bärenfleisch mit Kartoffel und Tomate. Das klingt lecker. Dann könnten wir wahlweise noch Bärenfleisch mariniert mit Kräutern und Kartoffeln machen. Lass mal gucken, was rumkommt. Dazu ein Bier. Kartoffeln mit Gemüse. Weißt du, ich hab da Fleisch drin und das ist nur Kartoffel mit Gemüse. Eine schmackhafte Fleischmahlzeit. Lebensregeneration plus 0,3. Das war das untere, ne? Mit den Kräutern. Wegen Heilung. Okay. Dauert 200 Sekunden und ich krieg 0,3 Lebensregeneration. Hat allerdings nur eine Frische von 0,5. Okay, das würde ich mir aber mal in den Kühlschrank packen.
So, jetzt wird's kulinarisch. Aufgepasst. Wir kochen Wolfsfleisch mit Gurken und Karotten. Und einmal Bärenfleisch mit Karotte und Kartoffel. Lass mal schauen, was gibt's da Leckeres? Nichts. Und Kartoffel mit Gemüse. Alles klar. Ja, das war ja mal richtig scheiße. Kann ich das jetzt noch wegkochen wenigstens? Müssen sich entsorgen. So, wahrscheinlich hat der Kochtopf gedacht, wieso kochst du Gurke mit Karotten und Fleisch? Schäm dich. Das ist eine Schandtat. Das macht man nicht. So. Wir könnten aber mal eine Karotte mit Tomate und Kartoffeln. Ich glaube, das gibt dann Gemüsesuppe, würde ich sagen. Jetzt mal geschaut, die 360, 12 GB gibt es für 299. Und die 4060 Ti mit 16 GB ab 700, ab 480. Das ist halt auch ein Wort, ne? Aber wäre, denke ich, sicher sinnvoller, da nochmal knapp 200 Tacken mehr reinzuballern und die 460 zu nehmen, ne? Okay. Gut. Was hatte ich noch unten? Was ist, wenn ich eigentlich Bärenfleisch und Wolfsfleisch kombiniere zusammen mit Kartoffeln? Hat bestimmt ziemlich viel Eiweiß. Protein. Aha. Schmackhafter, reichhaltiger Eintopf. Okay. Das ist auch eine schöne Sache. Gibt körperliche Stärke, also Energie. Schön. Die 4070 leider ist ab 650 zu kriegen. Natürlich könntest du auch die Radeon auf die Radeon gehen, die sind günstiger. Ja, mal gucken. Mal schauen. Gibt ja bald Weihnachtsgeld, aber das, das ist andersweitig verplant. So. Okay. Was ist Bärenfleisch mit Tomatensauce? Hätte ich Bock drauf. Was kommt daraus? Am Ende verbrannt. Schmackhafter Gemüseeintopf. Okay, also es ist anscheinend zwei Sorten Fleisch mit einer Tomate oder einem Gemüse. Gibt das hier. Okay. Sauber reinballern. So, was mache ich mit Gurken? Was ist mit Gurken, Tomate, Karotte? Gurken, Tomate, Karotte. Und warte mal, lass mal Wasser mit Tomate, Kartoffel kochen. Wird das Wasser da verbraucht? Weil das ist jetzt hier nicht ausgegraut, ne? So wie die anderen Sachen. Müsste ja dann irgendwie eine Suppe oder sowas geben. Kartoffel mit Gemüse, leckerer Eintopf. Schön. Süppchen. Kartoffel mit Gemüse, macht aber durstig. Okay. Gut. Alles klar. Ihr Lieben, also, haben wir einiges rausgefunden. Hier beim Kochen. Schöne Sache, ich muss gucken, wo ich das ganze andere Gemüse hier reinballer.
Mal gucken. So, ich würde sagen, was machen wir am Mittwoch? Am Mittwoch, habe ich gesagt, würde ich ganz gerne nach hier oben in die Stadt gehen. B5, B6, C6, C5, in diesen Bereich. Würde da ganz gerne dann die Zombie-Dichte auf 1 reduzieren. Einfach, dass es von der Performance her besser läuft. Und dann da mal gucken, was es da so zu entdecken gibt. Flughafen würde ich ganz gerne echt im Herbst machen. Vielleicht dann beim nächsten Mal versuchen, dass man irgendwie hier reinkommt über die Landebahn und schaut. Die war recht leer, ob das was bringt. Müsst mal gucken. Müsst mal schauen. Aber ich fand jetzt nicht, dass beim Wiedereintreten hier vorne am Eingang, dass da viel los war. Ich weiß es nicht, ob die da alle wieder respawned waren. Es war recht leer. Es war leerer als, als beim ersten Mal, hatte ich so das Gefühl. Müssen wir mal gucken, ihr Lieben. Auf jeden Fall, ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen, ihr Lieben. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch am Mittwoch wieder mit dabei wärt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank für den Support auch heute Abend wieder. Macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.